Hallo. Als erstes möchte ich mich wieder bedanken für die vielen schönen Rückmeldungen, die ich immer wieder bekomme. Es freut mich sehr, dass es euch auch unterstützt, was ich hier mache. Dann möchte ich mich bedanken für die Spenden, die bei mir reingekommen sind, die Unterstützung für meine Arbeit. Das freut mich auch sehr. Und dann möchte ich auch alle herzlich willkommen heißen, die jetzt neu dazugekommen sind oder meinen Kanal abonniert haben. Ja, und wenn ich jetzt schon am Reden bin, dann möchte ich gleich noch ein neues Zoom-Seminar, also es sind 2 Stunden, vorstellen, das ich jetzt im Dezember das erste Mal mache über Zoom. Und zwar geht es da um karmische Verbindungen abzulösen, also zu reinigen, Verbindungen zu anderen Menschen. Die wir, oft merken wir, da ist etwas Altes, da ist irgendwas, was uns hindert, dass wir einen Zugang haben zueinander. Oder oft spüren wir ja zu einem Menschen eigentlich im ersten Moment eine gute Energie und zu jemand anderem eher so eine Abneigung. Und das kann auch so alte Geschichten, die energetisch einfach noch in dieser Verbindung sind, können das sein. Auch in Partnerschaft. Also es geht eigentlich darum, die Energien zu reinigen in der Verbindung zueinander. Genau, das ist das eine. Und dann ist da auch noch die Ahnenheilung, das heißt auch diese Geschichten, die wir noch mit uns tragen. Da habe ich jetzt im Dezember ein Datum und im Januar. Und im Dezember habe ich auch noch Selbstliebe, Selbstheilung, Vergeben, ein Zoom. Und das ist ja auch immer ein ganz schöner Zoom, in dem wir auch richtig lernen oder ja, es geht einfach um die Selbstverantwortung, um die Selbstliebe und um das Ablösen auch unserer Themen. Genau. Und das habe ich am Schluss vom Video, häng ich das wieder an. Genau. So, und jetzt genug gesagt. Ich verbinde mich jetzt mit der Mutter des Lichts. Und du kannst dich auch ganz mit ihrer Energie verbinden. Mit deinem Herz. Mit deinen Gedanken. Und ich nehme es jetzt so wahr, als würde sich so ein Vorhang öffnen. Das Feld öffnet sich. Und ich nehme sie jetzt auch so ganz strahlend wahr und ihr riesiges Lichtfeld und darin einfach diese Wesen oder Lichtwesen oder Engel.
und sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Sie sagt, es ist ganz klar eine Zeit der Veränderung. Die Energien verändern sich. Die Dimensionen, das Licht. Erkennst du immer mehr in deinem eigenen Raum, in deinem Herzen. Auch wenn von außen her so Starrheit, so Unzulänglichkeit oder so, auch diese Schwere herrscht. In dir selbst wird es immer klarer, je mehr du deine eigene Frequenz wahrnimmst. Diese Zeit eignet sich, dir dessen bewusst zu werden, was du selbst bist. Die Tiefe in deinem eigenen Raum wahrzunehmen. Und es ist eine sehr klare Energie, die sich immer mehr ausweiten möchte. Und wenn du dich dieser Energie hingibst, dann bekommst du diesen Zugang so verstärkt. Es hat mit der Absicht zu tun, mit der Absicht, dich selbst zu erkennen, deine eigene Lebendigkeit und die Größe, die du bist. Sie sagt, es ist eine Übergangszeit, die Veränderung mit sich bringt. Und diese Veränderung ist zum einen diese innere Wahrnehmung, und eine andere oder eine neue Sicht auf das, was du bist. Und gleichzeitig findet die Erneuerung im Außen statt. Und auch so wie in dir selbst, in diesen letzten, in dieser vergangenen Zeit jetzt so viele Themen nach oben gekommen sind, so ist es auch im Außen. Und das, was jetzt geschieht, ist nichts anderes als das, was geheilt werden möchte. Und je weicher und je klarer der Mensch damit umgeht, mit sich selbst und auch mit seinem Umfeld, umso freier wird es. Wird auch diese Energie im Außen sein.
Ich sage die Erinnerung. Die Erinnerung an deine eigene Verblendung findet im Außen statt. Das, was du im Außen wahrnimmst. Und so können wir immer weitergehen in unser eigenes Herz, in unsere eigene Liebe und in unsere eigene Klarheit finden. Um auch diese neuen Energien ganz bewusst aufzunehmen und in diesem Fluss weiterzugehen. Und sie sagt, so erinnere dich an deine Reinheit. Und du kannst jetzt ganz bewusst in dein Herz, in deine Energie eintauchen und das helle Licht oder auch diese Blüte, diese reine Blüte einfach ganz ausdehnen und ausstrahlen lassen. Deinen ganzen Körper und weit aus über deinen Körper hinaus in das ganze Feld. Und sie sagt, jetzt bist du ganz in deiner eigenen Energie. Und in dieser wird die Energie standhafter. Also auf der einen Seite hast du mehr Raum, und gleichzeitig bist du aber auch präsent bei dir. Sie geht jetzt wieder einen Schritt zurück. Und sie überreicht uns ein ganz klares, helles Licht, wie ein großer Stern. Und sie gibt diesen Stern über unseren Kopf. Also eigentlich die Verbindung zur Schöpfung. So dass die Energien noch durchlässiger
werden. Und sie bedankt sich, und ich bedanke mich. Und ich bedanke mich auch bei dir. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag in dieser Leichtigkeit. Und bis bald. Ciao.